Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen zurück hier zu Dark Souls 2. Und bevor ich euch wie versprochen zeige, was da hinter der Nebelwand auf uns lauert, schauen wir uns hier erstmal noch eine Runde um. Ah ja, und finden heraus, dass wir hier nichts öffnen können. Aber ihr habt schon in den Kommentaren geschrieben, für diese ganzen Türen, die es hier so gibt, braucht man den Schlüssel aus dem Mondturm. Ah ja, okay. Na gut, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, ein Dämmerungskraut zu benutzen, ist bestimmt keine so schlechte Idee. Zaubereinsätze wiederherstellen. Verdammt, na, Stille ist nicht gerade der beste Zauber. Und warum sind nicht alle Zaubereinsätze wiederhergestellt? Ah ja. Gut, dann nehmen wir mal das verwelkte Dämmerungskraut. Das stellt nämlich viele wieder her. Ja, das sieht ganz gut aus. Die verlorene Sünderin, die mir auch direkt mal ganz schön krass Schaden macht. Ja, und mich auch direkt mal killt. Krass. Der wahrscheinlich schnellste Bosskampf überhaupt bisher. Aber ein cooles Intro. Was er da wohl ins Auge gekrabbelt ist, sah auf jeden Fall ziemlich eklig aus. Und ich glaube, ich wäre auch pissig. Ja, wenn mir da irgendwas so im Auge rumwurschtelt und ich es mir nicht rauskratzen kann. Ist irgendwo schon verständlich, dass die so pissig drauf ist. Oder er. Nee, ich glaube, das ist eine Sie. Ja, heißt ja, glaube ich, Sünderin. Natürlich ist das eine Sie. Hallo. So, Zaubereinstimmung. Stille nehmen wir wieder raus. Dafür nehmen wir den Seelenfeuerspeer mit. Und gehen doch mal runter. Und machen eine lustige Sache. Und zwar habt ihr mir in die Kommentare ja geschrieben, gibt es da unten einen NPC, den ich direkt mal übersehen hatte. Aua. Ich mache immer noch den Fehler, dass ich mein Fernglas nicht benutze. Weil ich auch, glaube ich, gar nicht mehr in meiner... Doch, habe ich noch drin. Aber ich glaube, das müsste das Fernglas in eine andere Hand legen, oder? Hm, shit. Das ist generell eine ziemlich beschissene Ecke hier. Das kann man ja so schon mal festhalten. So. Wow. Krass, ey. So. Das Biese ist... Wow, konnte ich gerade noch so entkommen. Und dann stürze ich in den Tod. Also ich möchte es hier mal offiziell sagen, ich mag diesen Teil von Dark Souls 2 nicht. Kann man viel zu leicht sterben. Meine 6000 Seelen sind jetzt natürlich auch weg, aber damit muss ich jetzt halt leider leben. Genauso wie ich damit leben muss, dass ich dich nicht anvisiert kriege, außer von hier. Sehr gut. Jetzt du. So, dich da unten, dich nehme ich gleich sowieso mit dem Schwert durch. So. Bleibst nur noch du. Und du bist auch besiegt. Ah ja, wieder mal ein bisschen Rüstung, die ich eh nicht brauche. Also,
die ich jetzt eh noch nicht tragen möchte. Und bevor ich gleich nochmal gegen den Boss antrete, sollte ich auf alle Fälle mir eine Menschlichkeit reinhauen. Mein Problem ist nur, ich habe den lustigen Ring noch nicht gefunden. Und ich frage mich auch gerade, wo man den herbekommt. Ah nee, ich glaube, den konnte man kaufen, oder? War das nicht so? Entweder finden oder kaufen. Eins von beiden. Ich war der Meinung, man bekommt ihn in der Niemandsbucht. Das ist der Ring, der zwar bricht, wenn man stirbt, aber dafür Menschlichkeit und Seelen abspeichert, die man dann eben das eine Mal nicht verliert. Dann kann man den Ring wieder reparieren und so weiter und so fort. Ja, und hier ist ein NPC irgendwo, den man hier rufen kann. Mit dem das dann wohl auch alles eine Ecke leichter gehen soll. Ich überlege mal gerade, weil ich ja auch gefragt wurde, wieso hast du den NPC nicht gerufen? Schauen wir doch mal. Ah ja, da. Ah ja. Lucatiel aus Myra. Phantom wird gerufen. Na gut. Jetzt mal mein Leben wieder auffüllen. Hallo Lucatiel. So. Guck mal, ob ich jetzt hier einfach durchlaufen kann. Oha. Kesslukat hier kriegt gerade schon ziemlich fett Damage. Also ich glaube, ich sollte dann mit ihr zusammen oder mit ihm zusammen kämpfen. Kannst du dich heilen, Lucatiel? Na, sieht nicht so aus. Na gut, dann würde ich sagen, können wir dich auch eigentlich direkt mit zum Boss nehmen. Ja, warum nicht? Das Fiese bei dem Boss ist, dass es hier ziemlich dunkel drin ist und man deswegen verdammt schwer anvisiert bekommt. Aber Lucatiel macht sich als Tank ganz gut. Ich sollte mal auf die... Aua. Auf die größeren Seelenpfeile wechseln. Ich glaube, aber down kriege ich den jetzt dadurch noch nicht, ne? Wow. Ah, verdammt, da wollte ich noch weg. Okay. Also halten wir mal fest mit Lucatiel. Ist es auf jeden Fall schon ein Stückchen leichter, aber ich sollte halt vorher wirklich versuchen, die Gargoyles im Mondturm klein zu bekommen, weil damit kann man sich den Kampf echt noch ein bisschen verbessern, indem man nämlich da oben die Türen öffnet. Dazu müsste ich aber zurück zum Mondturm. Auch das wäre jetzt ja theoretisch kein Problem. Einfach zurück zur verlorenen Festung und zu den Dienstboten quartieren. So. Nee. Stimmt ja. Beim Mondturm musste ich ja hier unten lang. Ein bisschen Glück droppen die ja Menschlichkeit. Leider heute nicht. Ah! Ah nee, das Pharos hat ja schon aktiviert. Stimmt. Ha. Ich dachte jetzt gerade, hey, ich kann doch mal Pharos aktivieren. Aber nein, hatte ich ja schon mal. So, jetzt nur hoffen, dass ich jetzt nicht gleich wieder einen PvP-Kumpel kriege. Ja. Na gut, dann... Gibt's erstmal PvP-Action hier wieder.
Auch Mondturm-Power genannt. Ich gehe hier mal raus. Ah, da bist du ja. Ah, es sind wieder zwei, ne? Ach, es sind wieder zwei Leute hier. Ach, liebe Leute, PvP um Mondturm, das ist echt so eine wunderbare Sache hier. Ich dachte, der Typ, der da runterkommt, das ist einer von den Zwergen, aber stimmt. Wenn die hier... Aber hey, ich kann mir ja meinen blauen Ring reinmachen. Oh ja. Kann ich einen PvP-Gegner beschwören? Möchte ich aber nicht, denn ich bin ja eh nicht so gut im PvP, aber ich könnte meinen Knöchelring jetzt mal gegen das blaue Siegel austauschen und vielleicht wird mir dann ja geholfen, wenn ich ein, wenn ich jetzt hier Gegner im Mondturm kriege. Hey, wenn die zu zweit angreifen, dann darf ich das auch, insofern das überhaupt funktioniert so. Das weiß ich ja nicht. Komm her, Hundi. Okay, jetzt hat er ein bisschen Schaden dadurch bekommen, aber das scheint ihm wohl nicht ganz so zu stören. So, fix mal mein Leben ein bisschen regenerieren. Aua! Gut, jetzt, das und rein in die gute Bude hier. So. Ah, fuck. Oh, ich hasse die Gargoyles hier. Vor allem mit meiner Waffe sind sie super schwer zu besiegen. Ich überlege jetzt gerade. Ne, einen PvP-Spieler beschwören ist jetzt keine so gute Idee. Weil der wird ja dann auch bestimmt Hardcore-PvP mit mir machen wollen. Vergess immer diesen Hund hier. Mich würde jetzt auch mal interessieren, ob dieses blaue Siegel hier... ...mir auch im Mondturm PvP hilft. Oh, da kommt schon einer.
Wow, krass. Nein! Ah, nein! Boah. Ja, von wegen hier PvP-Kodex, wurde ich ja letztens von euch gerügt, ey, du hast ihn ja angegriffen, obwohl er gewartet hat, bis du mit den NPCs, also mit den normalen Gegnern fertig bist. Ja, und der haut auch einfach auf mich drauf. Oh, Verbindung zum Steam-Verlauf, Wechsel in den Offline-Modus. Das ist natürlich jetzt eine glückliche Fügung, was jetzt zumindest das PvP im Mondturm angeht. Das, ja, gut, das gibt's dann jetzt erstmal nicht mehr. So. Das heißt, wir können uns jetzt hier ruhig darauf konzentrieren, gleich gegen die Gargoyles zu kämpfen. Was schon ein Pain in the Ass wird. Diese Zwerge hier, die spawnen auch, glaube ich, nicht. So. Oh, der kommt jetzt da wieder hochgelaufen gleich. Okay, Finstergeist Glockenhüter. Das wird dann wohl die NPC... Oh, was leckt das denn gerade hier so? Ich glaube, das liegt ja gerade daran, weil Steam gerade versucht, die Verbindung wiederherzustellen, oder warum? Hm, gleich mal gucken nach dem Kampf gegen Glockenhüter. Oder ist das jetzt nur so eine theoretische Sache? Dass es sozusagen jetzt nur jetzt gerade der Punkt gekommen wäre, wo das Spiel einen Hüter beschworen hätte. Das kann natürlich sein. So. Gut. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt hier gleich invasiert werde, weil ich mache ganz kurz mal Aufnahmepause. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, läuft jetzt wieder alles schön flüssig. Und was ich mir jetzt gerade mal überlege, vielleicht ist es hier dann echt mal ganz praktisch, wenn ich mich menschlich mache, dann sowieso mal schnell hier mich komplett wiederherstelle. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Spieler, der mir hilft. Weil die Gargoyles... Oh, den Hund habe ich jetzt nicht. Wollte schon sagen. Die Gargoyles sind natürlich jetzt für mich gerade noch ein ziemlich krasser Gegner, weil ich denen halt nichts entgegenbringen kann. Aber es sieht für mich schon... Die Nachrichten sind da... Oh ja, ich würde das schon sofort hier... Wird doch schon sofort invasiert. Na gut. Dann gibt es eben noch mal PvP-Action hier. Ah, der ist ja schon fast tot. Aua. Wieso kriegt er keinen Schaden? Naja, immerhin. Immerhin mal ausnahmsweise selbst mal einen Eindringling besiegt. Also selbst mal ein bisschen PvP-Skill und so. Ich finde ja PvP generell eine geile Sache. Muss ich ja sagen. Also auch in Dark Souls macht auch sehr viel Spaß, aber
Da natürlich, wenn man dann gegen Leute dann, also gegen zwei Leute dann plötzlich kämpfen muss, also dann denke ich mir, Mensch, da ist jetzt aber auch uncool hier. So, immerhin habe ich die jetzt ja besiegt. So. Ja, wieder. Mit dem Schild. Ich blicke jetzt auch gerade, ob es irgendeine andere Möglichkeit gäbe. Ich habe halt echt zwei Gargoyles gegen mich. Also es wären auch gleich mehr Gargoyles. Das ist ja das Schlimme. Wenn es mal bei nur zwei bleiben würde. Wow, krass, ey. Immerhin schaffe ich es, sie gerade immerhin durchzublocken. Ja, und da kommt nämlich gerade schon der dritte Gargoyle. Aber gut, ich meine, Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Ach so, Feuer spucken können die immer noch. Die haben aber auch echt nichts von ihren Tricks verlernt. Ist eigentlich egal, wie wir die besiegen. Hauptsache, wir kriegen diese Lebensleiste da unten abgezogen. Deswegen mache ich jetzt einmal versucht, immer mal so ein bisschen Schaden zu machen. Oh Gott, na so natürlich nicht. Ich meine, ich habe die ja teilweise schon. Oh, wow, 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 wow. Oh. Oh, 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 oh. Ui, ich häng fest, ich häng fest. Ah. Ja, es kommen noch mehr Gargoyles. Man muss ja doch nebenbei mal echt mal einen umhauen. Das versuche ich ja auch gerade so irgendwie zu schaffen. Mist, wenn denen die ich schon so gut angehauen habe. Ah, in der Luft können die auch noch Feuer speien. Wird ja immer famoser hier. Oh oh.
Ja, ich darf echt kein bisschen Leben verlieren hier in diesem Kampf. Also das, ich darf schon verlieren, aber ich muss es auch relativ schnell wieder zurückkriegen. Aber ich lass mal sagen, liebe Leute, ich habe fast den ersten Gargamel, habe ich ja mal fast kaputt. Ich mache ja auch immer kontinuierlich Schaden, das darf man ja echt nicht außer Acht lassen. Oh oh. Ah, oha. Nochmal ein neuer mit dazugekommen. So, den ersten habe ich. Schon mal ein Gargoyle weniger, den man sich hier kümmern muss. Alterlei, das ist jetzt ein Kampf. Also, ich will jetzt nicht sagen sonderlich schwer, aber auf jeden Fall fordernd, weil ihr wisst, wie schwer es ist, einen Boss im Blick zu halten. Also das ist jetzt hier echt ein krasser Kampf, weil ich auch einfach viel zu schwach dafür bin. Das war jetzt, glaube ich, der berühmte. So, du bist doch auch gleich K.O. hier. Komm mal ran. Nein! Oh nein, ey. Das gibt's doch nicht. So hart gekämpft. So verdammt hart gekämpft und dann, oh, in der letzten Sekunde. Aber mein Problem ist, ich mache einfach zu wenig Schaden für die. Ich brauche irgendwas, womit man so richtig fett Damage machen kann.